Die Ladies wurden entführt. Und es liegt jetzt nur noch in der Macht der Butler und der Diener von Tales of Xillia. Yo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Und ja, was ist wohl dieses Mal anders? Ja, man sieht schon. Da wir ja hier nur eine reine Männergruppe haben, habe ich mir gedacht, bevor wir ja irgendwelche langweiligen Kämpfe haben, ziehe ich denen die Diener- und Butler-Kleidungen an. Weil ich es kann. Ja. Aber ich muss erst ehrlich gesagt zugeben, Jude steht das irgendwie nicht so. Ich meine, Rowan sieht voll episch aus. Episch mit SCH. Und ja, mir ist sofort aufgefallen bei Elvin, dass wenn er die Butler-Frisur hat, wenn er die Butler-Frisur anhat, dann sieht er erst recht aus wie Eisen aus Bleach. Und das gefällt mir nicht. Mann. Gott, was soll das? Ja. Und ich laufe hier mit Ron einfach durch, weil ich finde, bei ihm steht es einfach am besten. Hui. Hier sogar der Zopf ist voll geknotet. Wie man das nennt. Aber ich kann es nochmal genau zeigen. Schön, wa? Ja. Frisur ist eigentlich hier nur so Anime-ähnlich. Kämmt, sag ich mal. Ja, sieht so erst recht aus wie Eisen. Bei ihm ist hier einfach nur der Zopf geknotet. Und ja. Warum nicht? Die edlen Herren müssen natürlich ihre Madames retten. So, sowas von klar, ne? So, aber weiter im Text. 1200 Gold. Hat Schuppen. Wie viel? Ach ja, übrigens, Gold. Ich habe mir wieder, gibt's denn noch irgendwas? Ich habe mir wieder ein Rezept. Ja, nicht ein Rezept, ein Gericht geholt. Oh, geil. Das ist ein Loch. Ich muss es sofort penetrieren. Ja. Ich habe, noch ein Gericht geholt. Fragt mich nicht, welches. Ich habe keine Ahnung. Der Shop hat sich dabei aufgelevelt, aber bei den Lebensmittelhändler-Shop ist das, finde ich, nicht so wichtig. So, jetzt gucke ich mich nochmal an den Wänden und vielleicht habe ich hier noch irgendwo ein Loch übersehen. Ja, ich glaube, jetzt sind alle Shops so Level 22 oder 23 und der Lebensmittelladen ist auf Level 21. Finde ich schön. Ja. Jetzt habe ich überhaupt nicht erklärt, was ich für ein Gericht geholt habe, oder? Ich habe ein Gericht geholt, das für mehr Geld sorgt. Doch, habe ich erklärt, warum. Ja, ist spät, ich gehe eine Stunde pennen. Bin müde, tut mir leid. Müsst ihr ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber ihr wollt doch nicht, verdammt. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Mann. Was so? Ich dachte schon. Ach so, da war Elvin. Ich dachte schon, Jude hat vor sich diese Welle ausgelöst. Mann. Ach ja, Wasser. Zack. Oh. Und jetzt hier. Scharfe Strömung. Ja, wusste ich doch. Sieht voll schwer. Ja, ich habe noch das alte Gericht drin mit dem P-Verteidigung und A-Verteidigung hoch. Jetzt muss ich erst warten, bis das. Ja, genau. Perfekt, danke. Muss ich erstmal warten, bis das abklingt. So, jetzt hole ich mir das hier. Hört das erhaltene Geld um 60%. Leider nur für 3 Kämpfen. Als andere konnte ich mich hier nicht leiden, weil ich arm bin. Und irgendwie nie Geld habe, wenn ich es brauche. Stehe nicht. Was soll das? Oh, ein Baum. Oh, hier kann man auch. Warte. Soll ich überhaupt hier hin? Oh, da hinten sehe ich schon so eine Truhe. Und ein Loch. Geil. Mir ist auch aufgefallen, die Ausrüstung, die wir im Moment kaufen können, ist bei... Boah, jetzt, wieso kriege ich jetzt so viel Geld? Ist bei Jude schon 2 ja, Ränge höher, sag ich mal. Jeder kann schon eine höhere Waffe wiederholen und Jude kann schon die zweithöhere Waffe holen. Ey, ich lieg voll hinten hinterher mit den Waffen und Ausrüstung. So, Lachbrille, Trickbrille mit 2 aufgemalten lachenden Augen. Alle, die dich damit sehen, werden wahrscheinlich ziemlich genervt sein. Piratenrekrut, geil. Ja, eine Trollololololbrille übrigens. Kann ich mir vorstellen.
Oh Gott, ich hoffe, wieso kriege ich jetzt so viel Geld, Mann? So, ich warte mal, bis ich hier irgendwie dicke Gegner sehe, damit ich auch viel Geld bekomme. Nicht, dass ich wüsste, dass der und der Gegner mehr oder weniger Geld geben, aber naja. Ich hoffe ja, die Ebene ist dann nicht schon direkt zu Ende. Da gibt Stachel. So, ich brauche wieder ganz viele Sachen, mir jetzt aufgefallen. Ja, ich habe schon so oft mir jetzt aufgefallen heute gesagt. Mir ist aufgefallen, dass ich gar keine Sachen mehr zum Upgraden habe. Also keine Materialien mehr. So, ich kämpfe mal gegen dich. Du bist groß und dick und du gibst bestimmt viel Geld. Oder? Geld, 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 Geld. Geld 53. Ja, super. Das heißt, ich bekomme so ungefähr 200 noch Watt Geld. Wasserschwung. Aua. Wasserschwung. Elvin, genau. Und nochmal Wasserschwung. Ey, nein, nicht, ich soll schwingen. Ihr sollt schwingen. Mit einer scharfen Strömung. So, da kommt so raus. Ah. Boah, die Schuhe von Jude. Die machen mich irre. Wieso? Was soll das? Wieso machen mich die Schuhe irre? Aber Rowan sieht voll cool aus in den Klamotten. Und Elvin auch, ja. Ich gebe es ja zu. Er sieht gut aus. Boah, ich traue mich. Immer noch nicht. Er muss schon. Ja, 254, das ist doch gut. Er muss schon was richtig krasses für uns tun, damit er sein Vertrauen mir gegenüber weckt. So. Ich hätte nicht gedacht, dass hier mitten in der Story die Charaktere getrennt werden. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Kraut. Wie Kraut. So, vielleicht gibt ihr mehr. Nee. Kalt. Ja. Perfekter Verbündeter. Elise. Elise! Warum hast du mich daran erinnert, Mann? Ich bin so. Was zum? Das war gar nicht meine Absicht, aber okay. Wenn es passiert ist, dann doch. Dann war es meine Absicht. No. Oh, verdammt. Aua. No. Und. Scharfe Strömung. Ein sehr schöner Kampf, Mr. Jude. Ein Handschlag zwischen Butler. Dina Butler ist sowieso das gleiche. Sowieso das gleiche Wort wie Bitch. Ja. Da sehe ich einen Sack. Da hinten sehe ich eine Truhe. Geld. Ah. Ob sich das Gericht wohl auch für die Truhen auswirkt? Tofu Cracker. Ja. Ja. Ihr denkt wohl, ich schaffe ohne Heiler nicht, ne? Deswegen gibt er mir jetzt hier sowas. Renkampf TP und KP wieder zurück. Hallo. Ja, kriech in ein Loch. NS1 geht da rein. Aua. Ah, na warte. Es bringt. Spam, spam, spam. Spam. Warum machst du nicht? Achso. Aua. So, lass mich mal kurz was gucken, während wir im Flug sind. Mit was kann ich denn hier rollen? Zerbruchschlag. Okay. Achso, hupsala. Na, wann passiert das denn? Wieso haben wir so gut wie gar keine TP verloren? Lockert mal, ey. Zack, zack, zack. Aua. Dann eben nochmal. Zack, zack, zack. Man, ich sollte mal auf die Ausweichung hier nichts machen. Ich vergesse das immer. Jo. Weil eigentlich ist das ja voll nützlich. Aua. Wenn es klappt, kannst du es wagen. Mann. Okay, komm her. Hui. Verdammt, zu früh. Versuch. Und Ron hat keine TP.
und keine HP, deswegen kommt er auch nicht näher, ne? Okay, ein bisschen Geld haben wir bekommen. Jetzt gehen wir erstmal ins Loch. Kriech, alter Mann, kriech. Sup. Alles Teiler. Ah, jetzt bekommen wir schon diese Sachen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sind die Dinger sowas von nützlich. Wahrscheinlich werde ich sie auch hier einsetzen. Weil, oh, das sah aus, als könnte man da runterrutschen. Warum nicht? So, ist ja nichts mehr. Hallo? Warum? Warum ist hier nichts mehr? Warum? Warum? Oh, Truhe! Will ich haben! Da. Geht mir aus dem Weg. Ich will die Truhe haben. Geht mir aus dem Weg. Ja, ich möchte, dass ihr aus dem Weg geht. In der Tat. Ach, eine Truhe. Mit Fein Down. Mal 8. Schön. Whee! Na gut. Warten noch. Scanne Area. Jetzt gefunden. Da hinten ist ein Speicherpunkt. So, den kann ich auch betreten, ohne dass was passiert. Aber ich würde nur alles in diesem Part hier gerne einsammeln. Wenn es geht. Wenn mir das Spiel das erlaubt. Wenn es so freundlich wäre. Sack. Giftstachel. Okay. Dann neu rein. Und nichts. Was ist das denn? Hallo? Hier sah gar nichts. Das wird sogar noch auf der Karte angezeigt. Warum? Ah, egal. Naja, ich glaube, in den nächsten Part bin ich auch noch hier. Geht mir erstmal aus dem Weg. Nein, hier ist auch nichts. Eieiei. Ja, ich möchte jetzt nicht wieder den ganzen Part hier mit Kämpfen zubringen. Ich möchte auch was hier erreichen. Südliche Abzweigung. Okay. Oh, da hängt schon was. Am Berg. Na gut. Nein. Ich wollte das eigentlich auch sammeln, Mann. Und zack. Bei Angriff. Der Angriff bringt's echt. So, Ron, komm mal her. Ich glaube, wenn du zu wenig AP hast, dann. Oh, oh, oh. Warum macht er das mal einen epischen Mann? Verdammt. Lass mich Ron heilen. Danke. Au. Hört ihr auf damit, bitte. So, kommt schon. Linke Mondung. Linke Mondung. Okay, dann nehme ich. Arsch. Einfach Spam. Was war eine Blitzabwehr? Sah so aus. Was? Ich habe doch nicht. Oh, bei Rowan habe ich doch nicht eingesetzt, ne? Habe ich nicht eingestellt, dass er keine Items einsetzen soll. Verdammt! Oh, Rowan, warum bist du denn die ganze Zeit am Sterben? Was soll das? So kein Erdzauber, Wasserzauber? Ach, natürlich hat er einen Wasserzauber. Warum setzt er ihn nicht ein? Monsterjäger. Geil. Auch voller Monsterjäger. Ich hätte wenigstens noch ein paar Level-Ups bekommen. Das wäre schön gewesen. Oh, Truhe. Hi. Na, öfter hier. Okay. Und nichts, was sich lohnt. Okay. Dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Und wir sehen uns. Und ihr seht die drei magischen, kämpferischen Butler wieder im nächsten Part. Tschüss!